Servus Leute, zurück zu Let's Play Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Wir haben hier... Be doubly careful. I'm sure all manner of stupid mousetraps await our toes in the dark. Ja, überfallen. Ah, wir haben schon diese Ebene auch ganz schön abgegrast. Da dürfte nicht mehr viel auf uns warten. I'll see to it. Aber wir werden es sehen. Vielleicht macht es Sinn, wenn du Fallen suchend ein bisschen rumläufst. It's done. Weil so lange Gänge, in denen nichts passiert, sind gerne mal mit einer Falle bestückt. Ja, das sind halt mal Fallen. Oder auch nicht. Hi, Freund. Aha, ich hab doch gewusst, dass es hier unten Verstärkung geben würde. Kann allein gar nicht so mächtig sein, habe ich gesagt. Ich beende diese Sache einfach hier und jetzt. Ihr werdet das Ende von Irenicus und diesem kleinen Gildenkrieg erleben, noch bevor der Tag zu Ende geht. Gildenkrieg? Was? Ihr könnt reden, so viel ihr wollt, aber nützen wird es euch nichts. Jeder hier an diesem Ort hat entweder versucht, mich anzugreifen oder sich den Weg zu meinem Vertrauen über Lügen zu erkaufen. Dann kämpft oder tretet zur Seite. Wenn ich in der Freiheit nahe bin, werde ich auf niemanden warten. Ihr werdet hier nicht kampflos entkommen. Euer Meister wird sterben und ihr werdet mit ihm in den Tod gehen. Geht mir aus dem Weg, ich will gegen... Kein von euch kämpft, ich will hier nur weg. Ihr und eure Gilde werdet sterben, egal was ihr sagt. Na, mal schauen. Oh, das war... Hold still. Go for the eyes, yeah! Das sind tolle Meuchelmörder. Drei Meuchelmörder, die keinerlei Schaden an mir machen konnten, obwohl ich nichts drauf hatte. Also keine besonderen Schutzzauber. Und die kamen auch noch aus dem Hinterhalt. Tja, mickrige Diebe. Das sieht gut aus hier. Das sieht aus wie eine Kanalisation. Vielleicht kommen wir hier weg. Hier liegen auch ein paar Tote. Vielleicht kommen da gleich wieder ein Kampf. Erstmal sammeln. Okay, hier geht's weiter. Schauen wir mal. The tunnel slopes upward into the welcome glare of daylight. Such is your relief that you barely notice the debris at your feet. The remnants of a battle fought only moments before. Surveying the carnage, you hear a scream of rage, and a massive explosion collapses the passage behind you. The sounds of combat greet you as you struggle to your feet. The fight, it seems, is still going strong. Oh, wir kommen mitten in ein Schlachtfeld rein. Na, klasse. Und der Durchgang hinter uns ist versperrt, also wir kommen nicht mehr zurück. You dare to attack me here? Do you even know who you face? You will suffer! You will all suffer! Jawohl! So, Godchild, you have escaped. You are more resourceful than I had thought. You're not going to torture us any longer. Torture? Silly girl, you just don't understand what I'm doing, do you? I don't care what you're doing. Let us go. I won't let you leave, not when I'm so close to unlocking your power. We don't want anything from you. And now, I will no longer listen to the babbling of ignorant children. This is an unsanctioned use of magical energy. All involved will be held. This disturbance is over. Must I be interrupted at every turn? Enough of this. This mage's power is immense. We must overcome him quickly. Enough.
I haven't the time for this. You will cease your spell casting and come with us. Your pathetic magics are useless. Let this end. Even if we fall, our numbers are many. You will be overwhelmed. You bore me, Magely. You may take me in, but you will take the girl as well. What? No. I've done nothing wrong. You have been involved in illegal use of magic. You will come with us. I'm not going with him. I'm not. Okay, kurz mal zusammenfassen, was hier passiert ist. John Irenicus, unser Kerkermeister, hat dort draußen gegen die Meuchelmörder allein gekämpft und hat sie alle niedergemetzelt. Dann hat er Imuin angesprochen oder provoziert und sie hat gezaubert, um ihn anzugreifen. Ja. Er hat sie angegriffen. Auf einmal kam dann Magier hinzu. Diese Magier wollten, dass sie aufhören. Magie ist anscheinend verboten oder sowas in der Art. Ja, John Irenicus, sehr beeindruckt davon, hat er einfach mal die erste Welle Magier einfach so Fingerschnippen auch wieder ausgelöscht. Dann bei der zweiten Welle dann kam dann hier, ja, okay, dann nimmt mich halt mit, aber das Mädchen geht auch mit. Und da sie halt Zauber gewirkt hat, muss sie jetzt auch mit. Die Magier haben sie gefangen genommen. Wohin? Das werden wir herausfinden. Hoffentlich. Minsk. Nein, das darf nicht sein. DNS Mörder entflieht seiner gerechten Stiefeltrittstrafe. Und er nimmt auch noch Imuin mit. Sicher, dass es frei übersetzt Stiefeltrittstrafe ist? Das hört sich so albern an. Es muss etwas geschehen, Hooji Games. Wir müssen diesen bösartigen Zauberer finden. Alles, was gut ist, schreit förmlich danach. Selbst der kleine Bu, auch wenn er vielleicht nicht ganz so laut schreien kann. Ja, ich finde es merkwürdig, dass Irenicus jemanden aus freien Stücken laufen lässt. Und warum sollte er Imuin entführen, wenn er doch eigentlich an Wuji Games interessiert ist? Vielleicht erwartet er, dass wir die Verfolgung aufnehmen. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Wir wissen nur wenig über ihn. Gegen wen er kämpfte, wer ihn gefangen nahm oder wo wir überhaupt sind. Wir sind anscheinend in Machenschaften hineingezogen worden, an denen wir keinen Anteil haben. Nein. Wir müssen schnell los und unsere Freundin Imuin retten. Vielleicht beugt sich der Zauber gerade in diesem Moment schon lächzend über sie. Ein paar erotische Spielchen? Experimente? Nennt man das in dieser Welt? Seid nicht dumm, Minsk. Erst einmal müssen wir wissen, wer unsere Feinde überhaupt sind und wie groß die Gefahr ist, in der wir schweben, ehe wir irgendwohin losstürzen. Die Druidin hat recht, mein großer Freund. Der Zauberer hat offensichtlich große Macht und ich nehme an, dass wir ihn nicht das letzte Mal gesehen haben. Wir sollten uns mal umschauen. Vielleicht lassen sich in der Stadt ja Verbündete finden. Das ist ein guter Vorschlag. Verbündete? I'm waiting. Aber erstmal. Vielleicht haben die hier was Leckeres zum Looten dagelassen. Also hier sind wir rausgekommen und das hier ist anscheinend explodiert und eingestürzt. Zumindest das Geld. Das Geld ist schon mal gut. Oh. Ah, ich habe das Zeug von Imuin bekommen. Das hat sich auf die Leute verteilt. Na super. Minsk hat ein Level bekommen. 12 zusätzliche Trefferpunkte. Schön, oh, hat Verstecken, List und so ein Zeug. Oh, und jetzt lernt er auch Zauber. Das ist die Fähigkeit von einem Waldläufer. Er kriegt auch mit der Zeit einmal Zauber. Trifft jetzt auch ein bisschen besser. Ja. Warum nicht? Ein zusätzlicher Heiler. Ja. Weil, wenn man rastet, dann werden automatisch alle Heilzauber verwendet, um die Leute zu heilen. Und umso mehr Heilzauber man benötigt, umso länger rastet man. Einmal rasten dauert normalerweise 8 Stunden. So, bei den Magiern sehen wir, die haben bloß Stöcke. Du! Amnischer Soldat, kannst du mir erzählen, was hier abgeht? Ich möchte hier keine Schwierigkeiten durch euch. Ich habe gesehen, wie ihr mit diesen anderen Leuten hereingekommen seid. Ihr habt Glück, dass nur das Mädchen Magie eingesetzt hat, sonst wären alle ins Gefängnis gewandert. Schattendieb. Ich muss dieses Mädchen finden, das ihr erwähnt habt. Wisst ihr, wo sie die verhüllten Magier hingebracht haben? Sie ist sicher nicht ins Gefängnis der Stadt gebracht worden. Wir sind nicht ausgerüstet, um uns um derartige gefährliche Abweichler zu kümmern. Kümmern? Die verhüllten Magier hingegen sehr wohl.
Wo sie Gefangene aufbewahren, die Magie einsetzen können, weiß ich nicht. Niemand weiß es. Und ich bezweifle, und ich zweifle stark daran, dass sie es euch mitteilen würden. Der Einsatz von Magie ist illegal. Und das bedeutet, dass sie eine Kriminelle ist. Was ist mit den Schattendieben? Das ist kein Thema, das euch kümmern sollte, Bürger. Ich würde vorschlagen, dass ihr es vermeidet, euch mit solchen Leuten einzulassen. Ja, okay. Der kann mir nicht mehr erzählen. Schade. Wo sind wir hier eigentlich? Okay. Hier sind Häuser, Rüstungsladen, Geschäft. Abenteuer ist allerlei. Gehen wir mal da rein, oder? Kauft und staunt bei Abenteuer ist allerlei. Ja, das hört sich schon mal gut an. Händler. Denkt nicht einmal dran, dass ich etwas zu stehlen. Na gut. Hatte ich nicht vor. Hey, du siehst aus wie ein Magier. Garrett. Ja, vielleicht sind eure Augen besser als meine. Seht ihr hier irgendwo Salamanderstaub? Nein. Okay, das ist Salamanderstaub. Reden wir doch mal mit dem Typen hier. Das wird wahrscheinlich der Ladenbesitzer sein. Ribald Bardeman at your service. Ah, seid gegrüßt, mein Herr. Was? Gut geht? Es geht gut genug, Fräulein Jaira. Ich hoffe, ihr bringt keine Hafner-Probleme mit euch, gute Frau. Darf ich euch daran erinnern, dass die Zeit, in der ich mit euch Hafnern zu tun hatte, schon lange vorbei ist? Oh, Misstrauischer. Ich bin nicht in einer offiziellen Funktion hier. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Wenn es um euch Hafner geht, muss man sich immer Sorgen machen. Aber ich vergesse meinen guten Manieren. Bitte entschuldigen. Steht zu Diensten? Schauen wir mal, was der hat. Pflege plus 2. Ja, ja, schön, schön. Kriegshammer. Achso, die sind nur ausgegraut, weil ich sie mir nicht leisten kann. Na gut. Schleuder plus 2 kann ich mir leisten. Er hat ein interessantes Angebot an Plus-Zweier-Waffen. Ja, da könnte man sich schon aufstocken. Selbst magische Rüstung hätte. Aber alles extrem teuer. Boah, sogar Plus-4. Tiefste Nacht. Den gab's, glaube ich... Ja, ich glaube, den gab's sogar im Einser. Baldur's Gate 1. Prunkharnisch. Ist der teuer. Langschild plus 3. Ja, das sind so feine Sachen hier. Tränke hat er. Schutzformeln. Ein paar Zauber, die ich alle nicht kenne. Schön, dass ich es so sehe, dass ich sie noch nicht kenne. Zepter der Auferstehung. Eine Ladung Auferstehung. Also, falls mal einer drauf geht, könnte ich den damit wiederbeleben. Edelsteinbeutel. Den? Irgendwas habe ich ausgewählt. Deswegen kann ich nichts weiteres. Den? Nein. Irgendwas habe ich ausgewählt. Irgendwas tiefste Nacht, oder? Deswegen wird alles ausgegraut. Diesen Edelsteinbeutel, den nehme ich, glaube ich, mit. Da können wir nämlich Edelsteine reintun. Ich habe keinen Platz mehr. Schurkenrobe. Roben kann ich nutzen. Ich kann bloß keine Rüstung tragen. Blöd. Und ich habe ja auch das ganze Zeug noch nicht identifiziert. Das hätte ich eigentlich im Dungeon machen können. Mach ich mal bei Gelegenheit. Oder auch nicht. Je nachdem. Mal schauen. Die Pfeile brauche ich alle auch nicht mehr. Ich habe gerade keinen Schützen. Das brauche ich alles nicht mehr. Tue ich mal alles auf Yoshimo. Okay, das musst du aufbewahren. Das ist ein Questgegenstand. Und das ist sogar ein uralter Questgegenstand. Oder wird ein uralter Questgegenstand. Das kann man verkaufen, kann man Kutsch. Achso, ja, aber Immoins Waffe. Die Tränke. Kann man auch auf. Ich glaube, es gibt auch eine Tranktasche.
die Schutzformeln. Das wird dann... Fluch der Torheit. Ein Fluch. Weg damit. Einmal identifizieren habe ich ja pro Tag. Na gut, dann... Irgendwas, was ich noch trage, was ich loswerden könnte? Nee, dann verkaufen wir mal alles. Da. So, beißende Pfeile. Die geben Geld. Schutzformel weg. Die kriegen wir nämlich noch oft genug. Gut. Extra Kohle. Kampfstab, Dolch, weg, das, weg. Nein, Edelstein des Ausgleiches bleibt. Dass der verkaufbar ist, sogar böse. Das ist ein Trap, eine Falle. Da sieht man die Panzer, obwohl sie extrem viel wiegen, die sind nicht viel wert. Absolut nicht viel. Na gut. Ich kaufe mir mal erstmal noch nichts, weil wir finden bestimmt noch einiges Stuff und so weiter. Ja, ich hoffe, wir finden einfach noch ein bisschen Stuff. Die haben alle Namen, aber Lucy. Etwas hochnäsig dreht Lucy sich weg, wenn ihr euch nähert. Der Wind, nein. Der Lindwurm ignoriert uns einfach. Frisst den Jud. Ich weiß nicht. Muss ich mit den allen reden? Könnten die Quests haben? Is it important? Sie kauft es. Interesse? Ja. Irgendwas mit Magie. Schön. Okay, die hat ein... die hat sogar hochlevelige Zauber. Sonnenfeuer. Stufe 5. Ein Schriftrollenbehälter, den nehme ich. Da kann ich solche Schriftrollen easy aufbewahren. Und ja genau, den Edelsteinbehälter. Den habe ich vergessen. Den sollte ich mir auch holen. Dann habe ich mehr Trageplatz, kann man sagen. Für Edelsteine. Und ich bin mir sicher, für Tränke gibt es auch sowas. Energiering, Helm, blablabla. Edelstein. Gut. Ich sollte eigentlich nicht mit mir anreden, weil ich habe ein extrem mieses Charisma. Also ich kriege eher ein Minus auf die... die Preise werden höher. Aber, naja. Okay, das war doch schon mal ganz gut. Wir, Zerns früheres Zuhause, Waffenschmied, Zirkuszelt, Tempel der Ilmate, zur Höhle der Siebengeier, Zauberlager... Komm, ins Zauberlager gehen wir mal. Achso, das ist anscheinend so ein Markt. Oder hier unten? Nee. Keine Tür. Anscheinend hier irgendwo. Das Zauberlager. Wahrscheinlich oben. Buchhändler. Bist du der Zauberlager, Heini? Welcome to my humble establishment. Schriftrollen. Ich will eigentlich bloß das. Ja, der hat auch ein paar gute Sprüche. Ja. Nein. Tränke, genau. Tränke waren es ja eigentlich. Ich suche noch Tränke. Well, you look like the sort of restaurant. Ich glaube, ich kenne euch nicht. Name fragen. Sag mir einfach, was du hast. Oh, natürlich. Ach Gott, das ist ja nur Schrott. Kimi aus den Augen wicht. Wirtshaus? Das wird wahrscheinlich auch so eine Art Wirtshaus sein. Und Tempel. Na gut. Schön ist, dass wir nicht alles aufdecken müssen. Und schön ist auch, dass hier überall so Bezeichnungen sind. Ich glaube, die waren nicht bei Baldur's Gate 1. Die Erzhändlerin. Ich glaube, alles ist wichtig. Irgendwann. Irgendwie. Aber erstmal müssen wir hier raus.
Vielleicht finden wir Imoin. Oder die Magier. Auch wenn ich mir sicher bin, wenn sie Irenicus festnehmen konnten und in solcher Masse vorhanden waren, dass wir keine Chance gegen sie haben. Zumindest zum jetzigen Stand der Dinge. Komm schon, Minsk. Schneller. Okay, eine neue Karte. Wir könnten zur wachenden Festung, aber ich weiß, dass die wachende Festung etwas späteres ist. Übrigens, ich war, glaube ich, nie in der... War ich in der wachenden Festung? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, die wachende Festung ist für mich eher blind. Nee, alles noch nicht erkundet. Nur die Slums haben wir zur Auswahl. Oder Vaukens Promenade, wo wir gerade sind. Okay, gehen wir zu den Slums. Cool. You'd be the one I'd be looking for, cool. If I'm not being mistaken. Nun, ja, das bin ich. Was möchtet ihr denn? It's not what I want, but what I can be doing for you. Ihr wollt vielleicht Informationen über ein junges Mädchen haben, das die Zauberer in Ankunft gefangen genommen haben. Ja. Okay, ja. Sprecht ihr von Imoin? Was wisst ihr über sie? Now, Imoin, hey. That dear name. Young lass made the misfortune of casting a spell or two in a city that frowns on such business. Bad timing it was. You be thinking you wants to find her then? Natürlich. Was wisst ihr? Cool. I know cool. It's very little myself. But this be not the best place to hold such a dialogue. I be having a place that would suit far better. It be just a short walk from here. Why don't I take you there right now? Unless you have some reason for not wanting to come along. Na gut, bring mich dorthin. Cool! Come with me then! Cool! Ah, ja. Cool! It's good to be seeing you once again. Ich habe gut Schritt gehalten. Nun sagt mir, was das eigentlich alles soll. Aye, I'll be doing that as quick as you blink. I'll tell you straight that I know a powerful group that can be helping you. They can be finding the wizard and the young woman both they can. Wäre kein Problem. Ja gut, die mächtige Gruppe, so wie er aussieht, würden wahrscheinlich diese Schattendiebe sein, stimmt's? But they can be doing far better than the telling, my friend. They can also affect a rescue of your lass to boot. Das ist interessant. Ah, gut, aber ihr solltet wissen, dass ihr meine Freunde braucht, wenn ihr... euch mit den verhüllten Magiern anlegen wollt. Es gibt nichts, was ihr auf eigene Faust schaffen könntet. Ja. Und was muss ich tun? Es mag euch etwas kostspielig erscheinen, aber denkt mal an die Gefahren, wenn man sich mit den verhüllten Magiern anlegt. Ein fairer Preis, wenn ihr darüber nachdenkt. Die Hilfe kostet 20.000 Goldmünzen. Ja, so viel haben wir noch nicht. Das ist hoch. Unzumutbar. Ach ja, ihr verlangt eine Menge von meinen Freunden, wenn sie sich gegen die verhüllten Magier wenden sollen. Ich sagte euch bereits, das ist keine Kleinigkeit. Sagt mir nur, wo sie ist, den Rest mache ich dann schon. Das denkt ihr vielleicht, aber ich sage euch, es klappt nicht. Ohne meine Organisation könnt ihr überhaupt nichts tun. Also entscheidet euch, ob ihr die Hilfe annehmen wollt oder nicht. Also gut. Ich möchte, dass sie mir helfen, Imoin zu retten. Nein, ich habe keine 20.000 Goldmünzen. Ja, ich besitze nicht so viel. Wie soll ich einen solchen Betrag aufbringen? Ich bin mir sicher, ihr habt genauso viel schon in der Vergangenheit ausgegeben und werdet es wieder tun. Gewiss gibt es in der Stadt Arbeit für euch. Oder vielleicht könnt ihr was von euren teuren Besitztümern verkaufen. Alles, wo kann ich Dinge verkaufen? Mann, es gibt viele Orte, wo man etwas kaufen und verkaufen kann. Alle Arledian oben ist so gut wie jeder andere. Er hat vielleicht sogar ein paar Dinge, die ihr brauchen könnt, glaube ich. Kann man mir nicht woanders helfen? Woanders gibt es keine Hilfe. Beschafft das Geld oder nicht. Ihr werdet auf jeden Fall zurückkehren und ich werde warten. Vielleicht sprecht ihr mal oben mit Arledian oder ob er euch helfen kann. Viel Glück. Bruce wird draußen auf euch warten. Er ist mein Neffe und er zeigt euch den Weg zur Kupferkrone. Dort würdet ihr ganz leicht genug Arbeit finden. Da war ein Mädchen in der Kupferkrone mit Namen Nalia. Sie hat vielleicht Arbeit für Draufgänger wie euch.
Dann lebt wohl und grüßt Letian von mir, wenn ihr ihm über den Weg lauft. The deal is made and you have a goal, albeit a distant one. Your new friend has assured you that passage to Imoen can be bought. Though you are certain the final tally will include much more than gold. Any help is welcome, however, and while the cost may be steep, your path is clear. Finding Imoen will lead to Irenicus and to answers long overdue. Okay, dann müssen wir das Geld auftreiben. Cutscene. These are the prisoners from the disturbance at Joaquin's Promenade. What is known? Not but their names. The mage is John Irenicus. The girl is Imoen. I didn't do anything. He did it all. I had... Silence, child. Allow the fool to make his judgment. Why was this man not gagged? Did he not slay four of you? We dared not approach. Regardless, in the end, he came willingly. What should be done with them, sir? They are deviants. Let them rot in Spellhold. Okay. Yeah, I'll see to it. Let them rot and spell hold. Macht's dir was aus, wenn ich mal mich umschaue? Vielleicht Fallen und sowas? Eine Silberkette. Och komm, wenn oben sowieso ein Händler ist, dann nehmen sie doch gleich mit. Hey, da ist noch was. Ach ja. Komm, nehmen wir einfach mit. I hope this is worth it. Cool. Give me some. Yeah, I'll see to it. Ah, da mögt ihr wohl nicht, wenn jemand rumschnüffelt, hm? Aber ihr macht auch kein... Wow, ihr mögt es absolut nicht, wenn jemand rumschnüffelt. Das hält mich aber nicht ab. Ein weiterer dieser Stäbe, ein Edelstein. Edelstein. Was ist das für ein Buch? Die Geschichte von Arm. Könnte man lesen? Das wäre übertrieben. Gut, du bist ein Händler. Ah, I know a discerning eye when I see one. Meine Quellen variieren und ich werde sie nicht preisgeben, aber wenn ihr zu kaufen gewillt seid, werden wir sicher zu einer Übereinstimmung gelangen. Na gut, dann lass mal zahlen. Ausgehalten, ja, ja. Erstmal das Zeug, was ich gerade denen geklaut habe. Das muss identifiziert werden. Wieder an die verkaufen. Perlenkette 300, geil. Was ab, oder? Es lohnt sich ja doch, die ganzen Teile da mitzunehmen. Warte, ich hab dir noch was. Nimm den mal da raus aus deiner Truhe und gib ihn dir. Und du gibst mir 37 Gold. Perfekt. Hey, wir haben doch schon fast 20.000. Kinderspiel, haben wir gleich geschafft. Was hast du denn, Feines? Ja, Krumm-Katana. Ja, aber ich habe ja schon Langschwerter. Identifizierungsbrille. Die ist sehr gut. Ah, die brauche ich. Verflucht, die brauche ich wirklich. Was will ich mit den ganzen Pfeilen? Mittlerweile, Imoen ist weg, da brauche ich die Pfeile auch nicht mehr. Mist, diese Identifizierungsbrille, die muss ich mir kaufen, die ist so teuer. Dazu muss ich vermutlich doch die Stäbe erstens identifizieren und zweitens verkaufen. Sonst sind wir schon alles losgeworden. Cool. Ja, blub. Dann muss ich leider hier ein bisschen umbasteln, dass ich hier ein paar Mal identifizieren habe. Kann ich hier schlafen? Mist. It's done. Ja.
Na gut. Kann man nichts dran ändern. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier einen Cut. Ist ja schon wieder eine halbe Stunde rum. Wir haben vieles geschafft. Wir haben vieles erfahren. Immerhin ist anscheinend zur Zauberfeste verschleppt worden mit Irenikus. Wir haben hier einen zwielichtigen Verbündeten, der nur 20.000 Gold haben will. Dann hilft er uns, Immun zu befreien und auch zu Irenikus zu kommen wahrscheinlich, damit wir Fragen beantwortet bekommen. Ich möchte mehr über diese Macht erfahren, die er von bei mir erzählt hat. Ich möchte diese Macht haben. Macht ist was Feines für einen bösen Charakter. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.